So, ich habe gerade deftig gespeist, deswegen brauche ich eine kleine Abkühlung, Auffrischung, was auch immer. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute was wahrscheinlich gar nicht so Besonderes vorbereitet. Das ist nämlich diese Coca-Cola Zero Null Zucker bei The Artist Rosalia. Was ist ein Rosalia? Da habe ich erst gedacht, das ist eine normale Cola Zero. Die meisten haben gedacht, das ist eine normale Cola Zero. Hier steht noch Movement, Limited Edition, Flavor, Internet und Genaya. Die Kombination daraus hat ergeben, dass das doch einen anderen Geschmack haben soll, nämlich irgendwas mit Zimt und Vanille-Nuancen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe es bisher gemieden, weil ich dachte, ist eine Cola Zero und nur das Design ist angelehnt an irgendjemanden und deswegen müssen wir das jetzt trotzdem mal testen. Füllen Sie uns hier in unser Berliner Luftgläschen, nehmen einen kleinen Hieb, schauen mal, ob wir was schmecken. Schmeckt nicht nach Zimt. Schmeckt weit entfernt irgendwie in einer Art, doch vielleicht Vanille, aber Vanille mit irgendeiner muffigen Note noch dabei, wie Vanille mit Kaffeenote in die Karamellrichtung, was so ein Schokoextrakt beinhaltet. Herb. So, und das kommt alles zusammen und dann habt ihr den Geschmack von diesem komischen Getränk beim Artist Rosalia. Wenn ihr das schon mal getestet habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hau mir das jetzt hier rein, auch wenn es nicht schmeckt. Ich hab Durst. Und so kann ich mich jetzt. Adi Schatz, habt das gesehen? Adi Schatz, alles Gute! Egal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schaum.